Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf Millets Welt. Ich bin die Edda und ich mache heute ein Halloween Snack Dive für euch. Dafür braucht ihr eine Tüte Marshmallows, bisschen Rama, diese Haferflakes, sind die bisschen körnigen hier und einmal Haribos. Ich habe jetzt die genommen, die sehen aus wie Vampire, weil Halloween steht vor der Tür, deswegen habe ich einfach die genommen. So, dann fangen wir mal an mit dem Butter. Und dann kommen die Marshmallows rein. Jetzt erstmal nur eine halbe Packung rein. Mal gucken, was passiert. Das wird schon jetzt langsam cremig. Das ist jetzt schon sehr schleimig geworden. Jetzt tue ich von den Haferflocken rein. Das sind bei den Haferflakes heißen. Herd aus. Das ist jetzt schon so zu einer festen Masse geworden. Das lege ich jetzt auf ein Backblech. Es wird jetzt schon fest, das kann man jetzt nicht mehr hin und her schieben. So. Das kommt jetzt erstmal auf die Terrasse. Ich lasse es kalt werden und danach zeige ich euch nochmal, wie es weitergeht. So ihr Lieben, ich zeige euch jetzt nochmal einen Snack-Dime mit Götterspeise. Ich habe es jetzt einmal in grün und einmal in rot genommen. Also hier ist das rote drin und hier habe ich eine Packung von dem grünen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 500 Milliliter Wasser. Man soll es nicht zum Kochen bringen, sondern es soll einfach nur warm werden. Ich fülle die jetzt ab in meine Gläser. Und jetzt kennt ihr sicherlich alle diese Lakritzschnecken. Da habe ich jetzt Beinchen geschnitten. Und zwar so. Immer ein Stück weit, ungefähr so ein Stück, dann habe ich es, das sind 10-15 cm, da habe ich jetzt durchgeschnitten und habe jetzt hier Spinnenbeine draus gemacht. Ich lege die jetzt einfach so zur Hälfte rein. Und das lege ich in den Kühlschrank, bis es kalt wird, dann wird diese Götterspeise ja ziemlich fest. Dann kann man das einfach löffeln und so sieht es aus wie ungefähr eine Spinne. Jetzt kommen wir zu einem Oreo Snack Dive für Halloween. Guck mal, was ich aus Oreos machen kann. Wir nehmen die Oreos jetzt einmal in der Mitte durch. So, jetzt ist es da durch. Die eine Hälfte müssen wir durch die Mitte kaputt machen. Wir werden ganz leicht andrücken und das da drauf setzen. Und dann hier diese Zuckeraugen. Zwei Stück. Die Hand ein bisschen anfeuchten und drauf tupfen, damit es dann später hält.
zeige euch jetzt nochmal ein Getränk für Halloween. Ich habe das jetzt, ich probiere das jetzt auch noch zum ersten Mal aus. Ich weiß nicht, ob es klappt. Toi, toi, toi. Also, dafür braucht ihr Haribos, rote, mit bisschen Wasser. Und das tue ich so circa 15 Sekunden in die Mikrowelle. Das ist jetzt so ein bisschen rot. Aber ganz so rot ist es nicht. Ich tue hier jetzt noch ein kleines bisschen Lebensmittelfarbe rein. Nimm einen kleinen Teelöffel und tue das um den Rand rum in dieses Glas. Naja, so hat nicht geklappt. Leider nein. Also ich hab gedacht, wenn ich jetzt diese Haribos nehme, dass hier dann diese Blutstreifen sind in Rot, aber hat nicht geklappt. Egal, dann verziehen wir es einfach anders. Die Vampire schneide ich in der Mitte einmal bis zur Hälfte durch und setze die hier rein. So. Naja, sieht auch nicht schlecht aus. Vielleicht noch Lakritz bis zur Hälfte durchschneiden. Dann könnt ihr das auch hier platzieren. Zeige ich jetzt mal aus der Nähe, wie es aussieht. Also das ist das mit dem Orangensaft. Das Rote hat sich mittlerweile hier unten abgesetzt. Sieht aber total süß aus, finde ich. Gar nicht mal so schlecht. So, jetzt habe ich, hier seht ihr noch diese Blutstreifen, beziehungsweise die roten mit, hier, das, die roten Haribos, die ich in der Mikrowelle warm gemacht habe. Jetzt habe ich da noch mal ein bisschen was rein, hier auch. Hier seht ihr zum Beispiel diesen Kontrast, wie sich das abgesetzt hat, das Rote. Hier unsere Götterspeise. Dann habe ich ja Anfang des Videos gezeigt, wie man diese Marshmallows gemacht hat. Die habe ich jetzt geschnitten bzw. geteilt alle und habe jeweils, guck mal hier, so sieht es aus. Und habe hier auch diese Haribos drauf. So sieht es aus. Und hier, tada! Ich finde die echt süß. So sehen die Oreo-Fledermäuse aus. Auch total niedlich, hä? Ich hoffe, es gefällt euch. Das war wirklich ein Kampf, die zu teilen. Das war wirklich sehr, sehr schwer. Ich glaube, man müsste hier bisschen dünnere Haferflocken nehmen. Ich glaube, meine waren ein bisschen zu dick, weil es war wirklich sehr schwer, die auseinanderzunehmen. Ja. So ihr Lieben, das war's auch zum Halloween Day. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich, wenn ich einen Daumen hoch bekomme von euch. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.